Der Winter neigt sich langsam dem Ende, der Frühling kommt, aber das Wetter spielt noch nicht so ganz mit. Also was bleibt uns übrig? So ein richtig geiler Smoked Guinness Burger. So ein typisches Pappding für ein Bier, ob drinnen oder draußen. Und wenn ihr sehen wollt, wie der gemacht wird, dann bleibt dran. Willkommen bei Smoking Bees Barbecue. Und bevor wieder einer hier anfängt, das ist kein richtiger Burger, doch, es ist ein Burger. Im Endeffekt fangen wir an mit Hackfleisch, da kommt ein bisschen Bacon rein, ein bisschen Senf, Zwiebeln, Knoblauch und ein guter Schuss Guinness. Das Einzige, was ihr machen solltet, ist, ihr solltet nicht zu viel davon reinmachen. Das Ganze füllen wir dann jetzt mit etwas rotem und weißem Cheddar. Und wenn ihr jetzt zu viel Guinness reingemacht habt, werdet ihr feststellen, zusammendrücken lassen die sich nicht so ganz. Aber was soll's, da wir das Ganze später smoken werden, ist das relativ unspektakulär. Das Smoken wird das Ganze ein bisschen zusammendrücken, wird dem Ganzen schon ein bisschen Bindung geben. Dann braten wir das später nochmal auf der Feuerplatte kurz an und dann sind wir auch schon fertig. Beim Zusammendrücken ist es jetzt nur wichtig, dass ihr guckt, dass ihr keine Löcher irgendwo drin habt, sodass der Käse später rausrutschen kann. Wie ihr gleich sehen werdet, eine von meinen Burgern war noch leicht offen. Das habe ich dann noch ein bisschen gekittet. Zum Glück gibt es ja eine Videokamera, die einem das dann so ein bisschen zeigt und sagt, hier, guck mal, Scheiß gebaut. Aber beim Smoken hier bei 130 bis 150 Grad, da habe ich keine Scheiße gebaut. Weil seht sie euch an. Schön geile Smokefarbe, schön geil den Rauch angenommen. Das ist genauso wie ich es mag halt. Dann wollen wir uns mal unserem Topping ein wenig widmen. Da gibt es natürlich, wie bei so einem richtigen Burger dazugehört, ein bisschen Bacon. Die lassen wir hier auf der Feuerplatte jetzt aus. In dem Fett werden wir dann später noch die Burger Patties ein bisschen anbraten. Genauso wie wir hingehen werden und die Burger Buns dann antoasten. Wird eine richtig geile Sache. Und was bei so einem richtig guten Guinness-Burger, Schrägstrich, Burger allgemein nicht fehlen darf, noch eine Scheibe Käse on top. Was auch sonst? Dann sind wir auch schon soweit und können das Ganze anrichten. Einmal natürlich unser Burgerbrötchen, dann kommt unten eine richtig leckere Barbecue-Soße. Ich empfehle euch da eine etwas rauchige, keine süße zu nehmen. Dann das gleiche natürlich oben auf den Deckel vom Bun. Dann unseren Juicy Lucy Guinness Burger Patty mit dem geil zerlaufenden Käse und dem Bacon. Einfach nur ein Traum. Lädt direkt zu einem richtig geilen kühlen Bier ein. Jetzt noch ein paar rote Zwiebeln und Essiggurken oben drauf. Und jetzt sind wir auch schon fertig. Kann ich dir noch viel Spaß beim Nachmachen wünschen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein nettes Kommentar unten in der in der Kommentarzeile freuen und hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dann, euer Bernd.